drauf an. Also ich bringe ihr ja. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich finde schon, dass die damals doch noch irgendwie mehr wussten. Also als heute wissen wir was anders. Ja, anders. Ja. Weiß man Lofing etwas, was Sie nicht wissen? Also, ja. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Richtungsverfahren irgendwie läuft und wir die anderen nicht hören können, die Vorwürfe erheben. Aber ich halte jetzt einfach mal fest, es gibt Vorwürfe, die seit längerer Zeit erhoben werden. Wie weit hinter dem zurück, was sozusagen im Buch gefordert wird. Weiß denn Frau Lofing manchmal auch mehr als Sie? Würden Sie meinen? Sicher, die kann die Glocke auswendig. Was Sie nicht können. Hat sie gekonnt. Ich habe sie nie auswendig gekonnt, weil ich schon früher gedacht habe, Glocke ist ein völlig reaktiv. Kann man, egal gleich wenn bei man Wikipedia was wissen, oder erst über Google. Kommt drauf an. Das möchte ich jetzt mal diskutieren. Man muss nicht mal alles wissen. Nein, man muss nur wissen, wo es steht. Kommen wir damit durchs Leben? Nein. Also schauen Sie, der Büchermarkt ist ganz anders orientiert. Sie können jetzt, aber jetzt sind wir nicht mehr Quiz. Sie müssen nicht mehr viel antworten. Er kann jetzt schon Hallo, die, wichtig, die Schule, glaube ich, momentan noch nicht darauf vorbereitet. Da hängt sie hinter. Her. Deshalb haben wir vielleicht die Probleme. Und die Diskussion, und zwar ausgelöst an zwei Lehrern, sage ich jetzt mal, Frau Sarrazin stand in der Zeitung, weil man sagt, die ist zu streng. Sie sind in der Zeitung gestanden, aber Herr Iseke Vogelsang, weil sie ein Punk sind. Abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, was die Punks sagen, wenn da einer so nicht hilft, so Schreien hilft. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Schreien helfen kann? Hilft denn Schreien auch? Weil das ist ja eine der Sachen. Allmäßig sein. Dann tanzen die einem ja auch vielleicht auf der Nase rum. Also das aber ich finde auch nicht zu streng. Beides also, gehört zusammen. Beides, also weil sich das immer so schwarz-weiß anhört, nicht die Strenge wichtig ist. Und viele sagen, mit Ihnen und Ihrer Frau unterwegs und wurden von Ihnen unterrichtet. Mhm. Konnte man das denn abfragen? Weil es gibt ja unterwegs in Neuseeland keine Klausuren, die man dann mitnimmt. Haben Sie denn dann trotzdem so eine Leistungsabfrage? Und so, also wir haben habt uns ihr immer, was gelernt? Ja, wir haben immer von der Klasse uns dieses, die lernt nun mal gerne und leicht und es fällt, hat überhaupt kein Problem damit. Und deshalb war das für Sie auch überhaupt kein Problem. Und zwei Eltern ist natürlich noch was anderes als... Ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei einer Weltreise ist, aber... Sozusagen in der Situation, man hat Kinder, auf der einen Seite gibt es einen unglaublichen kommerziellen Druck. Es gibt Medien, ja, es gibt eine Vielzahl von